Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Gartenschlau.com. Bernd hier und heute geht es um den Topinambur, den ich vor kurzem ausgepflanzt habe. Eigentlich müsste man es, wie es ausschaut, eher Topi-Unkraut nennen. Warum? Weil es wächst wirklich irre schnell. Ich habe es ja erst vor knapp einer Woche in die Erde gebracht. Ich habe noch nicht groß angegossen. Ich habe ja gesagt, die Rhizome haben genug Feuchtigkeit. Und ihr seht, das Ergebnis, der ist hier schon überall am Wachsen. Und das Schöne ist, man sieht auch, wo die Knollen eingepflanzt worden sind. Das Ganze wächst also sehr schön. In den Kommentaren stand auch schon der Hinweis, dass das wahrscheinlich schon zu viel sein wird für den Topf. Für mich ist das dieses Jahr der erste Versuch. Von daher, ich sehe das stressfrei. Wenn das dann hier funktioniert, dann werde ich das natürlich auch weiterhin machen, dass ich Topinambur im Topf anpflanze und mal schaue, was passiert. Dann kommt dann auch bloß eine Knolle rein. Dieses Jahr erst, sage ich mal, erstmal Erfahrungen sammeln und dann geht's weiter. Also, wenn ihr Fragen habt zu Topinambur, Tipps oder Tricks, dann schreibt es runter in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und tschüss.